weiß man auch, dass man da nicht mehr unbedingt drüber gehen möchte. Und hier könnte man Feuer machen. Wahrscheinlich würde hier so eine Moorbadkur gemacht. Dann haben wir jetzt folgendes, wir gehen jetzt da runter. Weil dahinter kommt jetzt die Salon-Aussicht. Und da gehen wir jetzt mal schauen, weil ich habe die Vermutung. Also ich weiß nicht, ob sie das mitgekriegt hat. Zara hat ja gesagt, die hat den Vorhang aufgemacht und hat direkt in das Hotel reingeschaut. Ich habe ja gesagt vorhin, hier ist der Vorhang, den die Sarah vorhin aufgemacht hat. Und auf diesen Vorhang, wenn man durchschaut. Natürlich würde ich gerne rausschauen, aber ich habe nur keinen Plan, wie weit ich dann gesehen werden kann. Hier im Außenbereich ist wieder so ein kleines Becken. Gesundheit! Corona lässt grüßen. Das ist der Saunabereich. Hier ist eine Sauna. Schön zum Relaxen, schön zum Entspannen. Könnte mal einer einen Cocktail reichen? Habidieri, servus, grüß euch. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Plays Abenteuer. Heute, ihr seht es schon im Hintergrund, ein ehemaliges Thermalbad. Das Kuriose an diesem Thermalbad ist, das ist seit knapp 10 Jahren verlassen und verfällt vor sich hin. Allerdings, oder das Komische ist eigentlich, dass nebenan ein noch intaktes, voll funktionierendes Hotel direkt am Gebäude mit dran ist. Wir werden jetzt hier mal reingehen und schauen, was wir alles zum Sehen kriegen. Und wenn ihr dabei sein wollt, würde mich freuen und wünsche euch hiermit viel Spaß mit dem Video. Das scheint mir jetzt die Terrasse gewesen zu sein. Wenn man sich das Ganze so anschaut, weiß man auch, dass man da nicht mehr unbedingt drüber gehen möchte. Und hier ist eine große Fensterfront und da ist eine Scheibe kaputt. Und hier ist das Hallenbad. Von diesen kompletten Scheiben, die hier sind, ist nur eine einzige kaputt. Und da sind wir rein. So, und hier ist es gleich wieder so dunkel, dass wir Taschenlampe brauchen. Jawohl, weiter geht's. So, hier haben wir gleich, ja, wie nennt man sowas, eine große Aula. Man sieht Graffiti ohne Ende. Und ich habe ehrlich gesagt noch gar keinen Plan, wo, wie es wo lang geht. Hier geht schon mal gleich gar nicht recht weit lang, weil hier ist nur ein geschlossener Raum. Diese Tür geht nicht auf. Das ist doch ein schicker Raum mit Ofen. Im Fachwerkstil. Und hier könnte man Feuer machen. Mich würde es brennend interessieren, ob das ein echter ist. Nein, es ist kein echter und vor allen Dingen ist da auch eine Steckdose. Also hier Feuer zu machen, wäre nicht so günstig. Ja, was das hier ist. Wisst ihr, was das ist? Hier ist eine Dusche. Oh, das sieht mir nach Büro aus. Und hier liegen etliche Unterlagen noch rum. Mitglieder, Rundschreiben eingegangen 2004, vom Oktober 2004. Aber wir sind in einem Thermalbad, das heißt, wir müssen ja irgendwann mal in die Nähe eines Hallenbad kommen. Ah, das scheint mir der Haupteingang gewesen zu sein. Hier geht es nämlich eine Treppe hoch. Und da oben schaut es so ähnlich aus wie den Haupteingang. Und ihr hört es vielleicht schon im Hintergrund. Daniel ist nämlich auch mit am Start. Der ging allerdings schon vorab rein, dass wir uns nicht so in die Quere kommen. Hier ist dann nochmal ein Becken. Komplett aus Edelstahl. Wahrscheinlich wurde hier so eine Moorbadkur gemacht.
wo man dann in so einem braunen, dreckigen Wasser liegt. Nach Ruhe 2. Hier könnte man sich reinlegen und ruhen. Hier wieder ein ganz anderes Becken mit vielen verschiedenen Funktionen, was auch immer das Ganze auf sich hat. Ich war noch nie in so einem Kurhotel, wüsste jetzt nicht, für was dieses Becken wäre. Vielleicht wisst ihr das, was man in so einem Becken macht. Macht mir hier auch so ein Moorbad. Hier sind verschiedene Schalter. Hier, wo man einstellen kann, Kopf, Seite, Fuß, Plus, Minus. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben, was hier so gemacht wird, weil hier steht was mit Stromstärkeregler. Und da sind auch so komische Metallplatten an der Seite, die vielleicht eventuell, könnte ich mir jetzt denken, wenn da was mit Stromstärke zu tun hat, weiß nicht, kommt da dann Strom durchs Wasser? Ja, üblich für so ein Thermalbad haufenweise Umkleidekabinen, Kabine 8, Kabine 9, Kabine 7, mit Föhn, ohne Föhn, mit Spiegel, ohne Spiegel, aber immer noch kein Hallenbad gefunden, also das eigentliche Bad. Hier liegen 100.000 Millionen Flyer am Boden, der Wahnsinn. Hier stehen ganze Kisten mit Umschläge, Flyer. Hier erkennt man auch zum Beispiel, dass es ein Mercure-Hotel war. Also Mercure ist eine riesengroße Kette. Und da sind Hotel-Hobby. Ich war direkt neben dem Hotel gerade. Und ich war so, oh, das ist fuck. Dann machen wir jetzt folgendes, wir gehen jetzt dahinter, weil dahinter kommst du zu dieser Ladenaussicht. Und da können wir jetzt mal schauen, weil ich habe die Vermutung, entweder andere Örwixer oder dass das wieder so saublöd einhalt durch den Wind, die Leute, die da stehen, weil wir waren in der Schwimmhalle. Und da hat es so eingehalt auf einmal und das ist dann immer Ladebahn. Und dann das ist wie letztes Mal bei dir auch gerade und wir haben uns anderen. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, Zara hat ja gesagt, die hat den Vorhang aufgemacht und hat direkt in das Hotel reingeschaut. Ich habe ja gesagt vorhin, dass das Hotel direkt angeschlossen ist. Hier stehen Autos. Also die Sache gestaltet sich ein bisschen spannend. Da stehen jetzt zwei Autos, die hat der Daniel drin reden hören. Jetzt wissen wir natürlich nicht, sind das jetzt welche, die das Haus kontrollieren, andere Urbexler. Jetzt müssen wir einfach ein bisschen abwarten und schauen, der Dinge ein bisschen hauen und ja, halt einfach mal abwarten. Ich stand kurz vorm Hallenbad. Ja, ich war auch noch nicht drin. Wir waren kurz davor und haben halt schon mal hingesehen. Aber und da hast du es dann plötzlich raushauen können. Dann ist es immer lauter geworden und dann haben wir gesagt, nein, raus, raus. Ich habe das Hallenbad eigentlich nur gerochen. Also, dieses Chlorgeruch. Aber noch nicht wirklich gesehen. Also, wir vermuten jetzt mal, dass die Fotoshooting machen. Weil in dem einen Auto sind mehrere verschiedene Kleider gehängt. Und vielleicht macht ihr sogar nur Fotos. Und Daniel und ich und die Sarah, wir bleiben jetzt zusammen. Jetzt habe ich mir Lampen eingeschalten. Und gehen jetzt mal vorsichtig zusammen rein und schauen, ob wir die sehen. Ob die einfach nur Fotos machen oder ob die das Gebäude aufpassen. Schade, weil das Schönste von dem Hotel haben wir noch gar nicht gesehen. Das ist nämlich das große Hallenbad. Ach nee, das Schönste von dem Thermalbad haben wir ja noch gar nicht gesehen. Nicht Hotel. Hotel ist ja nebenan. Das gibt es ja noch. Das existiert ja noch, ist noch voll in Funktion. Naja, also voll in Funktion, lassen wir mal weg, aber stecken. Und er ja, ist noch belegt. Stimmt. Voll in Funktion. Von außen schaut es aus wie ein Russenbunker.
Wie es von innen ausschaut, habe ich noch nicht gesehen. Aber wir gehen auf jeden Fall jetzt nochmal rein und gucken. Hier ist der Vorhang, den die Sarah vorhin aufgemacht hat. Und auf diesen Vorhang, wenn man durchschaut, sieht man direkt ins Hotel rein. Da brennt auch noch Licht und so. Jetzt muss ich aufpassen, hier liegen ziemlich viele Glasscheiben. Aber das ist aufgeräumt, das Licht brennt, ist halt nichts los. Aber es würde für dich sprechen, weil hier ist quasi der Eingang, weil hier sind wir dann direkt an der Rezeption von dem Thermalbad, wo die Leute sich dann hier angestellt haben. Also wir gehen jetzt einmal stark davon aus, wenn es welche gewesen wären, die hier für Sicherheit sorgen oder irgendwas. Die wären schon lange da und hätten uns aufgefordert zum Gehen oder... Oh, hier liegt da so viel Scheiße am Boden. Und wir gehen jetzt einfach weiter. Schauen wir mal, was noch so auf uns zukommt. Ich muss, glaube ich, niesen. Das juckt ganz komisch in der Nase. Das juckt ganz komisch in der Nase. Corona. Corona, also in die Armbeuge niesen. Im nackten Arm. Mhm. Angenehm. Hier sind übrigens Spinte, wo man seine Wertsachen reinlegen konnte. Hier gleich nebenan, also quasi da ist der Haupteingang. Die Rezeption, wo man sich angemeldet hat. Hier diese Vorhänge, wenn man die Vorhänge jetzt abmachen würde, würde man in das andere Hotel rübersehen. Doch, hier kann man vorsichtig spekulieren. Hier kann man vor die Tür nochmal aufmachen. Aber komischerweise, dahinter ist auch kein Leben. Da ist nur Licht an, alles aufgeräumt. Leben, Fehlanzeige. So, bevor ich jetzt durch den zu vielen hinterm Vorhang gucke, erwischt werde, gehen wir einfach mal weiter. Aber hier ist, da geht's zum Freibad raus. Da rechts ist gleich das Hotel. Hier ist eine Drehtür, die glaube ich aber nicht mehr aufgeht, weil die schon ziemlich zugewachsen ist. Und wahrscheinlich auch zugesperrt. Ja. Und hier, wenn man wieder rausschaut, sieht man da hinten, da ist ein hölzerner Sichtschutzzaun. Und hinter diesem hölzernen Sichtschutzzaun ist das noch funktionierende Hotel. Was heißt das, Sie schauen? Natürlich würde ich gerne rausschauen, aber ich habe nur keinen Plan, wie weit ich dann gesehen werden kann. Gesundheit! Corona lässt grüßen. Ich würde ja gerne euch jetzt das Freibad zeigen, aber da oben sitzt das Hotel. Von da aus schauen die Leute rein und der Daniel geht einfach als Spreche durch. Pass auf nicht, dass die Dinger... So. Da ist übrigens das Hotel. Von da aus schauen die Leute runter. Wenn ja das Hotel genauso leer steht wie den Raum, den ich da hinterm Vorhang gehabt habe, dann ist ja das Hotel auch leer. Aber man kommt von hier aus richtig geil ins Hallenbad rein. Oh, Entschuldigung. Jetzt bin ich als Brüdel gelaufen. Ich auch, warte. Das war der Außenbereich. Der Daniel ist jetzt auch der Sarah ins Bild gelaufen. Hier ist der Eingang vom Hallenbad ins Freibad durch eine Drehtür. Deckenverkleidung, die runtergerupft worden ist.
Das ist ein Raum, große Fenster und rückseitig eine Holzwand. Keine Ahnung, was das für ein Raum war. Ich muss auch dazu gestehen, dass ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie in einem Thermalbad war. Also Therme Erding, ja, aber... Was haben wir hier? Alles gefliester Boden. Ach, mein Gott, ich bin ein Honk. Das ist der Saunabereich. Hier ist eine Sauna. Naja, klar, wenn natürlich hier Dutzend Leute sind, dann braucht man natürlich auch dementsprechende Ruhräume. Und das werden ja wahrscheinlich die anderen Räume da gewesen sein. Weil hier ist ein Saunaraum. Dann ist hier eine Dusche. Hier sind mehrere Duschen, wo man sich halt dann kalt abduschen kann und so. Und die Sarah kommt da gerade aus der anderen Sauna raus, die sogar durchgehend ist. Eine richtig, richtig große Sauna. Und hier ist wieder diese Durchgang, die genauso ausschaut wie auf der anderen Seite. Hier mit verschiedenen Becken. Boah, geil, und sogar ein Außenbereich. Entschuldigung. Hier im Außenbereich ist wieder so ein kleines Becken. Da war wahrscheinlich das Kaltwasser drin. Und hier stellen sich dann die Harten im Winter auf der Sauna hin. Was ja jetzt nicht schwierig ist, wenn man in der Sauna war. Aber ich fand es immer angenehm, wenn man in der Sauna war und aus der Sauna rausgekommen ist und dann im Winter hier noch teilweise im Schnee steht und einem total heiß ist und man gar nicht merkt, dass es eigentlich kalt ist. Mal sicher, nach 20 Minuten wird es dann irgendwann mal frisch, aber... Dann weiß man ja, man geht wieder bei 97 Grad in die Sauna. Hier ist ein Vogel. Mei, der arme Vogel, der kommt gar nicht raus. Ja. Da ist er. Vogel, bleib ganz ruhig. Vielleicht kann ich das Fenster. War ja klar, doch. Ah, jetzt wollte ich den Vogel retten. Wo ist er denn hin? Ach Mensch, jetzt wollte ich den Vogel retten, das ist er auch gerade. Ach, da, jetzt hängt er da hinten an einer anderen Scheibe. Ja, der kommt aber nicht raus hier. Der ist nur hier, in dem Raum. Jetzt ist er in dem Raum. Und da kann er gar nicht raus. Auch noch. Und hier kann ich nicht mal das Fenster aufmachen, weil das zugeschraubt ist. Das ist der arme Vogel da hinter dem Vorhang. Ja. Na ja, gut, der blöde Vogel lässt sich aber auch nicht retten. Jetzt ist er wieder weg. Dann hat er Pech gehabt. Hier könnte ich so schön das Fenster für ihn aufmachen. Vielleicht kann ich ja wieder. Vogel, ich mache jetzt einfach mal hier das Fenster auf, weil nach da draußen sieht uns auch keiner. Ja, ich habe es versucht. So, wir haben jetzt ein bisschen warten müssen, weil in dem Hallenbad, wo wir jetzt unbedingt rein wollten, weil wir das wollen wir euch natürlich auch zeigen, schaut ziemlich spektakulär aus, war gerade ein Fotoshooting mit zwei alten Herren und ich glaube 3-4 Damen. Auf die haben wir jetzt ein bisschen warten müssen und die sind jetzt weg und jetzt können wir euch wenigstens das Hallenbad zeigen. Und da ist hier in dem Hallenbad, ist gleich mal ein Außenbereich, ja, wo drei Whirlpools, und diverse andere Sachen. Mal schauen, ob wir da rauskommen. Hier ist eine Tür, die geht nicht auf, die ist zugeschraubt worden. Aber hier ist ja das Fenster auf. Vorsicht, dass ich mir nicht überschneid. Hier war mal ein Becken drin, das haben sie rausgerissen. Und hier vorne stehen die Whirlpools. Schön zum Relaxen, schön zum Entspannen. Aussicht hat man leider keine schöne, weil hier sind eigentlich nur Bäume. Man sieht keine Landschaft und nichts. Aber das reicht ja auch schon in so einem Whirlpool, sich zum Entspannen. Aber hier sind mega. Also hier ist ein mega geiles Hallenbad.
man sich das Ganze jetzt ohne Graffiti vorstellt, mit noch den dementsprechenden Palmen, die Pflanzen, die da oben stehen. Und da hinten ist der Ausgang, wo wir vorhin auf der anderen Seite gestanden sind. Da kann man dann raus. So, und hier ist nochmal ein kleines Becken, wo man sich schön im Kreis legen konnte und sich von Luftblasen berieseln konnte. Könnten wir mal einer einen Cocktail reichen? Schade. Und ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir das Video. Daniel sagt ciao. Sarah ist da hinten, macht noch ein paar Fotos, sagt auch ciao. Und ihr kennt ja das Spiel schon, wenn euch das Video gefallen hat. Daumen nach oben, Kanal abonniert, wenn ihr weiterhin von mir solche Videos anschauen wollt. Und ich würde ganz einfach sagen, bis zum nächsten Video und ciao, euer Dirk.